Wenn sich im Herbst die Blätter an den Bäumen und Sträuchern verfärben, dann zeigt sich die Natur noch einmal von der schönsten Seite. Wir kennen diese Zeit als goldenen Oktober. Diese schöne Zeit dauert aber nicht sehr lange. Es ist nur eine Übergangsphase zur kalten Jahreszeit. Schon bald zeichnet sich auch eine sichtbare Veränderung in der Natur ab. Die Bäume verlieren ihre Blätter und über der Landschaft liegt ein leichter Dunst. Es ist nicht mehr Herbst, aber auch noch nicht Winter. Zwischen den Zeiten kann man diese Periode bezeichnen, in der die Kamera meistens bis Weihnachten nicht benutzt wird, da sich in der Natur ohnehin nichts ereignet. Dass man aber auch in dieser grauen Jahreszeit recht interessante Aufnahmen machen kann, beweisen allein schon diese 10. Die Schatten der Bäume werden länger und die Bauern haben ihre Felder und Wiesen abgeerntet. Jetzt darf der Schäfer mit seiner Herde über das Land ziehen. Die genügsamen Schafe finden auch in dieser Zeit noch genügend Gräser und Kräuter zum Abweiden. An den Ufern der Teiche und Flüsse ist es sehr ruhig geworden. Die Sträucher tragen noch vereinzelt trockene Blätter und Samenkapseln des Herbstes. Auch das Ausflugsschiff wartet vergebens auf Gäste und Touristen für Rundfahrten. Nur die heimischen Stockenten sind sehr munter. Die Männchen haben nach der Herbstmauser ihr Hochzeitskleid erhalten und ihre Köpfe leuchten metallisch. Sie werben jetzt um die Gunst der unauffällig gefärbten Weibchen. In dieser Zeit kann man in unseren Breiten auch Exoten sehen, die entweder auf der Durchreise sind oder hier in unserem Klima überwintern. Bei schönem Wetter genießen auch die Menschen noch einmal die gute Luft in der freien Natur. Mit entsprechender Kleidung ist auch in der schon etwas kälteren Jahreszeit ein Spaziergang recht gesund. In den Tälern liegt bei diesen kühlen Temperaturen morgens der Nebel, der sich an manchen Tagen auch überhaupt nicht auflöst. Der Nebel verwandelt die Natur in eine fantastische Märchenlandschaft. Bei den Autofahrern ist eine Fahrt bei Nebel überhaupt nicht beliebt.
Auch der Luftverkehr wird durch den Nebel sehr erschwert. Moderne Radartechnik ermöglicht aber heute auch einen Flugbetrieb bei schlechter Sicht. Plötzlich türmen sich am Horizont dunkle Wolkenberge auf, die nichts Gutes bringen. Obwohl kalendermäßig noch gar nicht Winter ist, fällt der erste Schnee, der wiederum die Landschaft total verändert. Dieser erste Schnee kündet den kommenden Winter an. Und damit endet die Periode zwischen den Zeiten, die doch durchaus auch sehenswerte Seiten hat. Der Sonnenschein verwandelt den Winterwald in eine Bilderbuchlandschaft. Aber das ist ein anderes Thema.